Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Heute mal ein kleiner Zusammenschnitt. Während ich das hier spiele. Wir versuchen heute mal euch, oder ich versuche es mal, euch ein paar Verstecke nochmal so ein bisschen zu zeigen, wo Walnüsse versteckt sind. Wird jetzt zwar nicht alles werden, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Das habe ich vergeigt. Ja, einfach euch nochmal so ein bisschen was zeigen und wir schauen mal, wie weit das geht. Ich möchte hier auf jeden Fall erstmal, mein Ziel ist es zumindest, eine Farm zu errichten. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das nette Spiel. So, hier grün und nochmal gelb. Hier drüben. Nein, es war grün. Rot. Sehr schön. Und hier unten. Und hier drüben zweimal. Ey, das war mies. Nee, das war richtig mies. Richtig tricky. Ja. Wir haben es geschafft. Jawohl. Drei Walnüsse haben wir gekriegt. Wundervoll. Und ich würde sagen, das nehmen wir erstmal als Start. Und jetzt zeige ich euch noch so ein klein paar Verstecke. Wir werden auch nicht den, ich würde sagen, unten. Die eine Brücke werden wir jetzt auch noch bauen. Ne? Also das würde ich noch machen. Und hier waren wir ja schon mal gewesen. Ne? Hier ist auch so ein Walnussversteck gewesen. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal so ein bisschen. Ne? Und los geht's. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Und hier ist die Brücke, die wir reparieren wollen. Sehr schön. Und jetzt starten wir einfach mal ein bisschen und schauen mal, wo uns das hinführt. Da haben wir schon die erste. Das nächste ist gleich, wenn wir unten reinkommen. Da haben wir hier diese bei den Palmen. Genau, das Werk. Da ist der nächste. So, die nächste ist gleich hier an demselben Standort, bloß hier in dem Kreis. Perfekt. So, für die nächste sind wir immer noch hier. Ihr kennt den Standort. Einmal hier hochgegangen. Höher, höher, höher. Und hier hast du einen kleinen Kreis hier eben und da ist die nächste. So, jetzt sind wir ganz oben auf der linken Seite vom Hügel und da im Kreis das nächste. So, jetzt sind wir hier wieder bei der Höhle und da ist die nächste. Auf der rechten Seite. So, es geht weiter. Hier, wo wir die Brücke freischalten haben, im Kreis. Da, genau, über dem Hilferuf. Und die nächste ist unten am Strand, wo diese Bootsüberreste sind. Hier einfach dazwischen. So, da sind wir immer noch am Strand und hier sind die Muscheln, die das nächste markieren. So, immer noch am Strand und hier ist die nächste, direkt am Wasser. Und die nächste befindet sich über den Tigerschleim, einfach über die Brücke gegangen und ganz nach rechts, hier sind Blumen. Und da die nächste Walnuss. So, jetzt reden wir erstmal mit dem kleinen Jungen. Du Vogelfreund?
Au! Scheint gut. Sie fragt, ob du Vogelfreund bist. Ich sagte ja. Wie bist du hier gelandet? Großer Sturm, Wellen, Blitz, Mutter, Vater vom Meer verschluckt. Ich wurde hier im Land. Ja. Nein, nein, nein. Das war nur ein Traum gewesen. Nein, ich bin hier geboren, genau wie all die anderen Vogelfreunde. Sieht man das nicht? Wenn du ein Vogel bist, wie kannst du dann sprechen? Realität, ne? Ganz klar. Wenn du ein Vogel bist, wie kannst du sprechen? Toll! Haha, siehst du? Wir sprechen! Ach ja, wir lassen ihm glauben. Hey! Ich erinnere mich. Mein Name? Er ist Leo. Ah, schön, dich zu kennenzulernen, Leo. Und das Sammeln geht weiter. Hier über dem netten Häuschen hast du hier... Moment. Die nächste und ein Qualitätspopper. Und das nächste befindet sich auch in der Nähe der Höhle. Da kommen wir hier runter. Und haben hier eine Walnuss. Ne? Also hier bei diesem versteckten Baum in der Nähe. Und das nächste Objekt der Begierde befindet sich hier. Hier haben wir nämlich so eine versteckte Höhle. Einfach über die Brücke und hast du zwei Walnüsse mit einmal. Sehr gut. Einfach hier schön durchgehen. Das nächste befindet sich in der Höhle. Du nimmst die Gießkanne. Gieß hier mal ein bisschen umher an der ersten Brücke, die du in der Höhle triffst. Immer schön hier entlang gehen. Einmal hier und dann hier. Ja, muss dazu noch nicht mal eine ganz besondere Gießkanne haben. Eine ganz normale reicht auch. Dann gehst du halt immer schrittweise. Aber hier hast du nochmal einen Durchgang. Und wenn du hier runter gehst, dann hast du hier an der Seite die nächste Walnuss und die nächste Walnuss 21. So, und jetzt bauen wir, weil es schon spät ist, das Haus zusammen. 20 Walnüsse braucht man dafür. Und jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, wir können hier auf der Papageieninsel übernachten und müssen nicht zurück auf die alte Farm, wenn wir das nicht wollen. Na, ist ein bisschen leer, ist noch ein bisschen uneingeräumt, aber hier ist unser Einzelbett. Da können wir wieder schlafen gehen, wenn das jetzt dann not tut. Na? Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr praktisch. Mir gefällt's. Sehr gut. So, die nächste befindet sich hier bei Leo. Einfach hier draufhauen. Und schon, das ist die nächste Walnuss da. Und hier nochmal ein kleiner Tipp für diesen bösen Zwerg. Gießkanne nehmen. Und er kriegt die nächste Walnuss. Verdient hat das. Und nicht zu vergessen, die Szene im Jahr 3. Mein lieber Junge. Es ist viele Jahre her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Du warst noch ein kleiner Junge. Erinnerst du dich? Sieh an, wie weit du gekommen bist. Du magst mich vielleicht vergessen haben, aber ich war immer hier. Hör zu, mein Körper hat diese Welt verlassen, aber mein Herz wird immer im Sterntautal bleiben. Ach, Opa. Du bist jetzt schon seit 2 Jahren hier. Ich bin so stolz auf dich, mein Junge. Du bist ein besserer Bauer, als ich es je war. Du hast unserer Familie eine große Ehre erwiesen. Ich kann es spüren. Mein Geist kann sich nun zur Ruhe betten. Habe meinen Segen.
Die Zukunft von Pumpelhof liegt jetzt in deiner Hand. Leb wohl. Wäre ich dieselbe Szene gekommen, hätten wir irgendwie anders gehandelt an manchen Stellen?